Hallo und herzlich willkommen zurück. Bin ich zu früh? Gegner! Was, Gegner? Oh. Ich dachte, ihr habt hier aufgeräumt. Ich bin auf der Suche nach Loot. Nee, da ist noch dunkel. Da war noch keiner von uns, glaube ich. Das weiß ich doch nicht. Dein Puma hat sich verlaufen, jetzt hängt er da oben fest und kommt nicht runter. Ja, der war in der Stadt. Jolum, nehmen wir schon wieder auf? Unterbrechen uns. Seitdem du gefragt hast, ja. Ich war nur gerade kurz abgelenkt. Wir müssen Shenas Puma retten. Was? Wieso, der ist doch hier oben, das war in Sicherheit. Shenas Puma? Ja, nee. Aber er wollte runter zu dir und konnte nicht, und dann waren da Monster. Ja, weil es ein anderer Weg war. Der haltbarer Kyras. Er kann auf sich selbst aufpassen. Ganz genau, der macht den Großteil meiner Arbeit. Da war es schon wieder, ganz genau. Warum werde ich jetzt mit Spinnen beworfen? Es war nicht gezielt in deine Richtung. Nicht ganz. Wieso habe ich jetzt so einen schwarzen Bildschirm? Da sind Goblins da oben. Hallo Goblins. Interessant, ich hatte eben gerade einen schwarzen Bildschirm. Ah, da ist die goldene Truhe. Hat jemand einen Schlüssel? Ich hoffe ja. Oh Gott. Nein. Nee, den haben wir noch nicht. Nein. Verschlossen. Wir müssen den Schlüssel finden. Na. Ich hoffe, es gibt hier einen. Muss es ja. Im ersten Teil hat es dir ja geregnet wie nix, ne? Aber hier sind die wirklich etwas spärlicher. Ist, glaube ich, auch immer bloß eine Truhe pro Karte, also von daher. Ja. Könnte es auch ein Schlüssel pro Karte sein. So, jetzt stehen wir hier oben. Man muss halt bloß finden. Wir haben ja beim letzten Mal dann durchaus die halbe Karte umrunden müssen, um den Schlüssel zur Truhe zu bringen. Und was ist, wenn es vielleicht auch mal keinen gibt? Aua! Haben wir Pech gehabt. Wow. Rennangriff hier, das gilt nicht. Naja, okay, die wollen ja auch eine Chance haben. Sagt er, der vorhin gestorben ist, ich weiß. Na, Bretter? Sie hat hatten ihre Chance bereits. Jetzt reicht's. Jetzt brauchen wir Level-Ups. Der warnt einen ja auch immer ziemlich spät. Sorry, Belly, jetzt habe ich eben auf dich geschossen. Ich dachte eben, was rennt da zwischendrin rum? Dann habe ich sie erst wiedererkannt. Warum ist die Wache geplatzt? Ekliger Knatscher? Das klingt wie was Österreicherisches. Ein Knatscher. Der Knatscher. Ja. Der Knatscher isst seine Kriesnockerlsuppen und seine Wiener Schnitzel mit Petersilie-Däpfel. So, ja. Der Mann redet. Oh, hallo. Kommt er mit offenen Armen auf mich zugerannt und dann... Das. Felsen? Achso, ich habe eben erst Felgen gelesen. Leibwächter, was? Ey, nicht hier irgendeine... Wie soll ich eine Questbelohnung hier aufgepoppt bekommen? Zwei Quests. Tja, keine Ahnung. Du hast vielleicht auf die mit dem Fragezeichen geklickt. Mhm. Dann war das aber keine Absicht. Plötzlich konnte ich nichts mehr machen. Hilfe. Sehr ich in meiner Dankbarkeit. Das ist nett. Die sehen komisch aus mit ihren Helmen und ihren langen Beinen. Naja, das sind wahrscheinlich Plateaustiefel, aber... Wieso kriege ich eine Waffe, die mir nichts bringt? Das Volk der Zerafi. Okay. Oh. Den hier. War das aber nicht auch bei der Neuverfilmung von The Thing, wo die dann so Sachen aus dem Maul gekriegt haben? So Tentakel. Wow, und hier sind ganz viele Sterne auf der Karte. Ach ja, die wollen diese Wappen, ja. Sehr schön. Sehr gut. Also auf der Karte haben wir ein bisschen mehr zu tun, als auf den letzten, die wir vorher hatten. Das ist ja nicht schlimm. Die scheint aber auch ein bisschen größer zu sein insgesamt. Oh, da hinten ist aber was los hier. Oh, da ist einer mit Tentakel-Armen. Mhm. Pfui. Und hier war ein netter Mand. Der erschafft die wohl. Oh, hier sind Tentakel-Larven. Wer hat dieses Mönchsgeräusch gemacht? Das ist hier anscheinend irgendwo. Hm. Oh, das sind ja Wölfe. Wölfchen! Ich lauf dem Lama hinterher. Was? Wem? Dem Lama. Das ist kein Lama. Immer hinter Els Bobbesser. Es gibt hier keinen Lama. Was auch immer das sein soll. Nur ein Alpaka. Ich lauf dem Alpaka hinterher, genau. Oh, wollten die den opfern oder was? Das geht ja mal gar nicht hier.
Ja, dem sollten wir helfen. Oh. Genau so. Opfert ihn. Ja, genau so. Das haben wir gut gemacht. Oh, er ist geplatzt. Er ist geplatzt. Na super. Dafür sind wir gerade noch recht. Oh, haben wir nicht gewettet? Als hättest du dich in das Vieh verwandelt. Oh. Mann, wie gibt's denn das? Eben hatte ich 17 FPS. Das ist doch ganz unterirdisch. Gab's ja auch eben voll die Effekte. Ja, aber. Ja, immer noch die GTX 970. Ja, wie sollte das eigentlich? Schokolade ist was Gutes. Eine heiße Schokolade nehme ich gern. Ja, heiße Schokolade. Oh, immer. Habe ich in Österreich im Urlaub auch immer getrunken. Wie kommt man da hoch zu denen? Die greifen uns an. Hier hinten rum, oder? Aua. Ja, hier hinten rum. Tatsächlich von unten hochschießen ist nicht so gut. Nein. Aber die verstecken sich auch hinter der Mauer, diese Feiglinge. Feiglinge? Ah. Ich werde hier durch die Gegend geschubst von denen. Also, solange wir nicht geschubst werden, ist alles in Ordnung. Mach einen kräftigen Bauchbums, da können sie bestimmt nicht gegen an. Ich hab Brüste, dann wäre es wenigstens ein Tittenbums oder so. Wie beim Internetfight, ne? Wo die zwei Anime-Mädchen sich gegenseitig mit ihren Brüsten gegenseitig wegrammen. Guckst du für Sachen an? Der hat mir vorhin schon... Die sind bekleidet, das war nicht erotisch, aber die haben somit gegeneinander angebuhlt. Der hat mir vorhin schon so ganz komische Sachen gesagt. Und dann war es angeblich Werbung. Ja, da, was beim Seuche gelaufen ist, in deinem Kanal, alle haben dann am Eis des Mädchens geleckt. Warum? Was? Natürlich, die hatte drei Kugeln statt einer, aber... Tja, solche, da würde ich mir mal Gedanken machen. Aber ich suche diese Animation mal raus. Der will ja bloß ablenken von seinem Anime-Schweinkram. Ich habe übrigens einen Schlüssel aufgesammelt, glaube ich. Oh, willkommen. War es ein goldener? Ich glaube ja. Wieso sind jetzt alle Waffen, die ich kriege, so mies? Weil die hier allgemein wohl sehr mies sind, ja? Also ich kriege im Moment auch eher Schrott, wie dass es was Nützliches ist. Will jemand Knüppel haben? Ah, mein Ruhm ist hoch. Ich habe auch Knüppel gefunden. Und Schild, also Schild benutzt ja keiner von uns, ne? So, solche. Jetzt hätte ich zum Beispiel mal was gehabt bei mir, wo das Grüne tatsächlich besser war als das, was ich hatte. Nicht viel. Jolum, brauchst du eine Pistole, 116 Schaden, plus 5% Chance auf Exekutieren? Ja. Brauchst du? Handeln? Oh, ich kann gerade nicht handeln. Du hast wohl ein Fenster offen oder so. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Kann man von überall aus handeln? Keine Ahnung. Muss man gar nicht in der Nähe zueinander stehen? Also was hast du mir schon mal gegeben. Das ja. Das ist ganz gut. Probiere ich mal, weil dann kann ich nämlich in jeder Hand eine nehmen und dann habe ich jetzt einmal 116 und einmal 89. Das ist ja schon krass. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Belly. Was? Sie ist jetzt volljährig. Mensch. Hat Stufe 18 erreicht. Sehr gut. Dann feiern. Eisfackel. Party. Boah, ja, das gefällt mir optisch jetzt, was er da so in der Hand hat. Das ist krass. Jetzt habe ich zwar ganz viel Donnerbüchse vorher hochgeskillt, aber naja. Aufladungsmeisterschaft. Man kann ja neu skillen im Lager. Naja, ich kann auch noch gar nicht auf die Pistolen gehen. Das geht erst in Rang 3. Ich würde gerne alles in das Chaos stecken, aber dazu brauche ich bestimmte... Ja, ich würde ja auch gerne zwei andere Sachen skillen, aber dafür brauche ich einmal Stufe 21 und das andere braucht Stufe 42. Ich gehe hier im Moment total auf Stufe, also auf Fire Mage irgendwie. Nö, ich habe ja bloß. Ich hab bloß Konstruktionfähigkeiten. Oh, da oben ist noch ein Fragezeichen und da nach links unten, da ist noch ein Stern. Wollen wir das Fragezeichen sonst erstmal abarbeiten? Das ist ja irgendwie in der Richtung da und dann können wir. Also, oder sind das. Nee, das kann sein, dass das Fürst Haldimut. Waren das nicht die, wo wir eben waren? Die Leibwächter? Achso, das kann sein. Ja. Keine Ahnung. Gehen wir doch zu den Sternen. Okay, dann Südwesten. Oh. Immer solcher Bella hinterher. Immer Jolum hinterher. Was? Ich sehe nur Rondra. Ja, das ist die Kette, ne? Ja. Die große Kette, von der Andrew Ryan immer gesprochen hat. Ich mache einfach Rückendeckung. Jetzt kann man diese Truhe aufmachen. Ah. Okay. Wappen der Teiche, gut. Okay, und da hinten ist... Wow, da unten ist ein Kanonenturm. Nett. Das ist, glaube ich, die Mine, wo Seuch und ich schon waren. Wir waren nicht drinnen. Okay.
Waffen der Flüsse. Jawohl. Mhm. Wir müssen hier aber weit rumrennen. Mhm. Das macht doch Spaß! Musst du mal was. So trainieren sich Abenteurer ihre Kalorien weg. Es gibt Schlimmeres. Also ich muss das Spiel jetzt nicht in 10 Minuten durchspielen. Oh. Ich glaube, in 10 Minuten ist das noch nicht durchgespielt. Nee, das kannst du wirklich lang spielen. Das war eher übertragen gemeint. Ja. Im ersten Torchlight habe ich auch irgendwie alles durchgespielt gehabt und dann ging es nochmal weiter. Dann kamen nämlich noch zusätzliche Dungeons und so. Cool. Ja, hier geht's gar nicht weiter zu dem... Oh. Hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir schon mal. Ach, wir kommen wir denn dann da hin? Kann man nur einmal im Kreis laufen. Und da oben habe ich auch noch ein bisschen dunkel. Da schaue ich nur mal ganz schnell vorbei. Mal hier, oder? Nee, aber ich glaube, bei mir ist da auch noch dunkel. Und da ist nicht viel. Ein Bitterfeengeist und ein Kriegsstreithammer. Hat aber einen Schlüssel verloren. Haha. Gefunden, goldener Schlüssel, tatsächlich. Ach so, das weiß ich nicht, da müssen wir vielleicht irgendwo. Da hinten ist die Truhe, verschlossene goldene Truhe. Aber die war oben auf dieser Brücke. Scheiße, wie kommen wir da nochmal hin? Jetzt gehen wir erstmal zum Stern, oder? Das Fragezeichen leuchtet jetzt auch grün, da kann man auch die Quest wieder angeben. Hallo, Schenariel. Denn wir haben die Sachen. Wir sind bei der goldenen Truhe. Hi, Grins. Das ist ein Phasenportal. Was ist denn ein Phasenportal? Ach, das war bloß dieses kleine Ding, wo man das beschützen musste. Da. Aber da können sie sicherlich noch was einsammeln. Na, dann gehe ich mal eben rein. Also. Also ihr seid bei dem Ding oben, oder wie? Ja, die Truhe, die war für mich enttäuschend, leider. Für mich auch. Ein bisschen Gold und eine Lederkappe. Versucht dann den Weg zu euch runterzufinden. Da ist ganz außen rum. Die Glutsteinmine, da wo wir nicht reingegangen sind, da ist auch so ein Stern drauf. Ja, das ist die Hauptquest. Er ist ganz außen rum, weiß nicht, wie er das meint. Mein Charakter kommt nicht hin. Bist du gelb, oder? Ich bin gelb, ich glaube, ja. Da, ja, jetzt rechts. Rechts halten. Und da unten durch, okay. Rechts, genau. Und China braucht das bloß geradeaus. Oh, großer Heiltrank. Nein, das war falsch. Ich weiß, aber da liegt Beute. Juhu. Genau, da lang, China. Und rechts halten. Wenn du magst, kannst du doch mit ins Phasenportal kommen. Sowas mache ich doch nicht. Ich bin übrigens gerade angekommen. Was? Großer Kristall, den kann ich zerschießen, oder was? Beschützt diesen Kristall, ach so. Und ich schieß drauf, ne? Gleich mal wieder richtig gemacht. Hä? Da ist bestimmt irgendwo am Ende eine tolle Truhe. Na, hab ich doch. Da waren mehrere Truhen. Aber ob sie sich auch lohnen, ne, das ist dann wieder die Sache. Aber die zwei Pistolen machen Wumms, also das gefällt mir bisher am besten. Hm. Gina, hast du jetzt Dual Wheel, ne? Oder ich jetzt zählen? Was habe ich? 9 von diesen Krabbelminen. Okay. Also sind 3er? Ist noch irgendwas? Nochmal 3er. Wieder 3er. Dann hast du deine bis zu 9, oder? Ja, und wenn ich weitere hole, dann gehen sie schon kaputt, bevor die Zeit abgelaufen ist. Also ist das das Maximum? Ja. Aber die Zeit, die sie da sind, wird immer länger mit der mit jedem Level. Yeah. Und die Zeit mit der Zeit wird immer länger. Ich kann gleich nichts mehr aufnehmen hier. Das war's schon. Und die Ebenen Boni machen sie auch noch günstiger, denn. Ah. Hm? Mhm. Weil momentan zahle ich pro Beschwörung 35 Mana. Eieiei. Ich habe jetzt nicht gerade eine starke Mana-Klasse. Zum Identifizieren, hä? Ich muss mal eben kurz mein Inventar entmüllen. Ja. Denk dran, du kannst dein Tier ja wegschicken. Schießbot bleibt ja, ich weiß. So, das habe ich schon des Häufigeren heute gemacht. Großer Heiltrank. Aber davor muss ich erstmal gucken, was mir überhaupt was bringt. Mhm. Geht ja zum Beispiel. Okay. Hey, ihr Luschen, habt ihr kein Zuhause? Und schon werde ich wieder beschossen. Okay, das habe ich auch verdient. So, mal die Karte wegmachen. Und das Tier nach Hause schicken, stimmt. Daneben. Was ist denn das hier alles? Huhuhu. Aha. Wir haben keinen Frontkämpfer, ne? Dann kann ich das auch wegschicken. So, geh mal verkaufen. Ich hab mal mein
Ich habe jetzt kleine Beschläge auf der Kapuze, okay. Also wenn ich eine andere Skillung nehmen würde, hätte ich einen Frontschwein. Oh, solche! Jetzt greift er mir an den Hintern. Siehst du das, Shena? Und Yolum hier. Solche hat mir eben an den Hintern gegriffen. Wie gesagt, wenn ich anders skillen würde, hätte ich einen Frontschwein, einen richtigen Tank. Ach so, Moment. Ich brauche das hier. Dann das hier und... Willkommen zurück, Benny. Ach, soll ich gerade die Aufnahme starten? ja, wäre gut gewesen. Ich bin bei 16 Minuten irgendwie. Ich bin bei 15. Naja, ich meinte nur eben so nach dem Motto. Wem gehört denn? Kommt zurück automatisch. Mir. Ich glaube, er hat es wieder getan und Betty in eine Spinne verwandelt. Ich habe einen großen Netzfisch benutzt. Ach so, okay. Oh, Identifizierungsrolle, ja schön. Ein großer Netzfisch macht doch das permanent, oder? Nein, 15 Minuten. Okay. Das ist nicht möglich. Ach so, ja, wenn das Tier nicht da ist, kann man es auch nicht verwandeln, ne? Das macht Sinn. Richtig. Also, kann man schon, also, weiß ich nicht. Ihr sagt, wann es weitergeht, ne? Ja, immer, immer. Belly, wieso darfst du erst jetzt offiziell Resident Evil spielen? Ja, weil das jetzt erst 18 ist. Ach so. Da war ja was, so ein Running Gag. Ich hatte das schon wieder hier. So. Ja, ich kann anfangen, Pistolen zu leveln. Jawohl. Juhu. Ja, dann hast du jetzt alles erlebt. Das ist mal Boom. Oh, Pulverfässer in die Luft jagen, schön. Das fand ich gut, das hat Spaß gemacht. Oh, ich habe schon wieder ein Achievement gekriegt, weil ich so viele Sachen kaputt gemacht habe. Streber. Naja, kann man das Streberei nennen, wenn man Sachen zerschlägt? Oh, da ist eine Mimik. Jetzt nicht mehr. Hm? Hauptsache hinüber. Goblin Vorarbeiter ist ein Zwischenboss, okay. Er trägt Sonderkomponenten. Ja. Ja, gut. Das kann es doch nicht sein, dass das Spiel in der Leistung so absackt. Ich reg mich darüber immer noch auf. Da kann ich mich bestimmt in 10 Tagen noch drüber aufregen. Da regst du dich bestimmt auch in deinen Texten drüber auf, wenn du das Spiel dann kommentierst. Höchstwahrscheinlich, außer ich lasse sie weg, weil ich mich wieder auf meine Roots so ein bisschen konzentriere, besinne. Das klingt eigentlich ganz toll. Ja, aber es dauert halt auch immer ewig lang, bis dann eine Folge durch ist. Oh, Schaden, 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 Schaden. Naja, aber genau, es werden natürlich in den nächsten paar Tagen dann auch von diesen alten Stubber und LPT-Folgen einige an den Start gehen. Die kann ich recht schnell raushauen. Was? Stubber und LPT? Was? Vom ersten Stubber und LPT, das wir gemacht haben. Da habe ich ja noch Folgen gefunden und die werde ich dann in den nächsten paar Tagen wahrscheinlich ein bisschen raushauen. Gut, zwei Truhe. Zwei Truhen und hier ist ein bisschen Zeug drin. So, ich darf durch Ruhm wieder was leveln, das ist schön. Brennende Gegner kriegen mehr Schaden. Das mit... Dann dürfen wir sie nicht brennen lassen, müssen sie einfrieren. Das mit diesen TNT-Auslösern, das erinnert mich irgendwie auch an den ersten Teil. Da gab es sie auch ständig. Da oben sind Truhe und Fässer. Ah, ich wollte auf die Spinne schießen. Lass die Spinne in Ruhe. Ja, mache ich ja, wenn ich dann merke, dass es unsere Spinne ist. Aua, ja, ja, ja. Muss ja aufpassen. Könnte ja jemand daneben stehen. Kannst dich einfach wegsprengen. Ja, solange du daneben stehst, ist alles in Ordnung. Ich bin auch daneben gestanden und es hat mir nichts getan. Super, da waren zwei Langbögen drin. Die kannst du so in etwa nicht gebrauchen, ne? Nö, und wenn, dann könnte ich sowieso nur einen benutzen. Ja, stimmt, Langbögen kann man nicht dual-wielden. Wie soll man da die Pfeile nachlegen? Mit den Füßen. Ach so, ja, oder man spielt Goro oder sowas, ne? Der hat ja mehrere Arme. Hinten ist wirklich Schluss. Können wir da nicht rein? Kein Secret? Nein, schade. Hier ist Ende im Gelände. Kein Portal im Tal. Das war zweimal Tal, das reibt sich nicht aus. Goblinarbeiter, ja, ja. Überhaupt arbeitende Goblins habe ich noch nie gesehen. Ja, meistens, Kolben erforderlich. Meistens lernst du ja bloß die Kämpfer kennen. Hat jemand von euch einen großen Kolben dabei? Und ich meine jetzt nicht den, den ihr bestimmt meint. Geh mal an den kaputten Kolben erforderlich. Ja, dann müssen wir ihn suchen, weil einen Kolben hatten wir ja. Echt? Ah, da wird wieder irgendwo so ein Vorarbeiter sein, ne? Damit hatte ich ein Secret aufgemacht.
Nö, ich hab wieder nicht viel gesehen. Ich bin eigentlich nur wieder hinterhergelaufen. Deswegen. Ja, zählt das hier auch zu Secrets dann? Ich ja, meine, es könnte ja sein. Auf der Karte nicht an, oder? Ich habe auf den Vorarbeiter geschossen, nicht auf die Spinne. Ich will, dass das beachtet wird. Ich glaub dir nicht. Da musst du halt deine Spinne zurückrufen. Oh, Coriltide. Coriltide. Clotilde. Wirkt Goblin-Totems, okay. Aua. Nimm meinen Zauberstab, wenn Mana leer ist. Ach, das wäre doch Feuer da. Ja. Der Boss zufälligerweise, also. Eine Pistole, aber die nicht so gut ist. Nein. Flammenglutsteinscherbe, das könnte man nehmen. Was. Ach, nein, du solltest nicht da rein. Der hat einen Kolben dabei, steht drauf, irgendwie sowas. Trägt Zünderkomponenten. Ja, das ist der Kolben. Oh, ja. Der Kolben, Alter. Oh, schon wieder Level Up durch Ruhm. Also zurück. Zurück an den Basser, hast du aber das wirklich gesagt? Aua! Wer labert denn diesen Müll hier? Die Goblins. Der da. Ja, okay. Also, dann muss ich an die Goblins denken aus Sacred, ne? Schlag dir den Kopf ab, ich brauche einen neuen Aschenbecher. Hallo, Jollum. So machen wir erstmal gar nicht unten weiter. Okay. Ja. Ja, wenn das hier oben ja vielleicht wirklich nur Secret ist. Tatsächlich, ja. Die gehen wohl davon aus, dass manche Spieler einfach vorbeirennen, ne? Ja, zum Glück sind wir nicht manche. Ein Stern dran, deswegen. Tja. Meine Liste mit Sachen, die ich dann später mal anlegen kann, wächst drohlich. Dankeschön für das Lob im Chat. Was ist da für eine Liste? Naja, ich leg das dann unten ins Inventar. Aber die untere Reihe ist jetzt auch schon fast voll. Kann man das in Inventar upgraden? Cool, man kann leider nicht, glaube ich, ne? Kristalle kaputt machen. Was kann man kaputt machen? Einige der großen Kristalle. Hm? Man nehme eine Kanone und... Und Kapeng, oder wie? Ja. Hm? Arrow? Oh, erfahren. Ach, hier ist noch ein kaputter Zünder. Wieder. Da ist dann das nächste Secret. Hm. Ja, also da bin ich doch gern mit von der Partie, wenn es da noch mehr Secrets gibt. Das klingt auch gut, Chaos-Ausbruch. Das muss ich beim nächsten Mal unbedingt freischalten. Oh, 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 Goblin-Sprengmeister. Ja, die sehen aus, als würden sie sich in die Luft jagen. Keiner hat besseren Sprengstoff als ich. Das lassen wir jetzt mal so da stehen. Da ist der Vorarbeiter. Der gibt uns wieder einen Zünder. Ja, 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 ja. Ich hab nur mein Fackel-Level gerade noch gelevelt. Das klingt komisch. Das Fackel-Level leveln. Nicht identifizierte Kralle, Großschläger des Vampirs. 130 Schaden pro Sekunde, aber ist halt eher was für ein Berserker, ne? Ist hier nur ein Secret, ja. Ganz schön groß, ne? Hm? Oh, ihr seid schon hinten durch? Ja. Okay. Ich bin schon. Ich bin auch bloß hinterher. Yep. Ich dachte, das wäre eh nur ein Secret und nicht so groß, aber es ist ja schon ein bisschen. Truhe! Geräumig, ne? Ja, es ist Gobelin. Recht geräumig. Gobelin heißt das. Das ist Französisch. Und daraus trinkt man, oder wie war das? Nein, ach, hier oben ist Loot, okay. Loot, 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 Loot. Aber nix. Splitterzepter des Eises. Ist aber, das ist doch ein Zauberstab. Hm. Wenn ich da jetzt noch was reinhau, ja, dann tausche ich auch tatsächlich mal aus. Das ist besser. Okay, ja, nehmen wir doch. So, war da noch irgendwo was? Nee, ich glaube hier unten nicht mehr, ne? Glaube nicht. Ja, wir müssen wieder zurück und nach unten. Aber hier in dem Secret. Achtung. Kavum. Nö, hier ist er. Kommt auch nicht raus. Okay. Wenn man springt, geht nicht. Da drüben liegen noch 7 Gold. Warum liegen da drüben noch 7 Gold? Weil wir beide da nicht dabei waren. Ja, ich bin halt wieder geizig. Ich gehe jetzt rüber für 7 Goldstücke. Ich komme mit. Ich gehe dafür ein bisschen mehr hin. Da waren noch 12, also insgesamt 19, ne?
Das ist doch gut. Ossel beweist also. Mathe-Talent, oh weh. Ich habe addieren können. Rechnen, rechnen, rechnen. Guck bei 999 zu bei Jollum. Was? Da lernst du noch richtig was. Echt? Ja, das ist doch eher ein Unterrichtsspiel. Ein Unterrichtsspiel, ja. Warum kommt der nicht da runter? Würde mich nicht wundern, wenn du das bei dir dann später im Unterricht spielen lässt. Nee, das... Was? Oh, König, hab König Bock gefunden. Oh ja. Fretzer, König Bock. Gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich... Nein, du bist nicht gleich tot, du bist tot. Ja, weil ich dann wieder überlegen muss, welche Taste muss ich für diesen blöden Heiltrank drücken. Genau, lassen wir den erstmal runterkommen. Weil sonst lässt er sich ja nicht richtig treffen. Oh, hier liegen 34. Sprengmeister. Sterben ja gelohnt. Kannst du es gleich, also hast du es fast schon wieder bezahlt, ne? Genau, fast. Wow, der neue Zauberstab. Wow, oder war das der Boss? War das dem seine Abwehr? Ja, scheinbar. Jetzt habe ich eben gedacht, ich mache hier einen schönen Flächenschaden. Nein. Pock slammed. Oh, Errungenschaft reingeschaltet. Ohne, dass ich irgendwie hier... Klutsteinschlüssel, mhm. Da fliegt ein Goblin in der Luft, muss das so? Das muss so. Stimmt. Hast du jetzt auch so einen, der im komischen Winkel in der Luft hängt? Nö, er lag schon flach, aber ziemlich weit oben. Okay. So, das war jetzt der Schlüssel. Dasjenige welcher? Noch Gold. Da ist noch ein Haufen Zeug. Seuchenkristall-Zauberstab, jawohl. Ist das ein guter? Wo ist er? Da. Nee, der ist leider nicht besser. Schmonz, Schmonz. Ist das deine Art zu sagen, dass dir die Beute nicht gefällt? Das ist Schmonzes, ja. Schmonzens. Schmonz. Schädel von Cremone, plus 8 Bonus auf Fernkampfwaffenschaden. Also ein Viertel von meinem Inventar besteht jetzt aus Sachen, für die ich einfach zu schlecht bin. Hm. Gut. Handel. Wenn du mal irgendwie eine gesockelte Pistole kriegst oder so, könnte das gut sein. Inventar ist schon wieder voll. Also gesockelte Pistole habe ich, aber sie ist halt 9 Schaden weniger. Die Frage, ob das dann mit dem Sockel sich dann wieder aufhebt. Hm. Da oben wart ihr schon. Ah ja, da seid ihr gerade, okay. Nee, bringt's nicht. Das oh, da liegt ja noch einiges rum, ich war hier noch nicht. Ja, hier ist ein Secret. Ich habe die Sprengung durchgeführt. Wo ist ein Secret? Wer sonst, Chena? Wer sonst? Oh. Ich bin der Sprengmeister, also. Ja. Muss ich schon wieder irgendwas machen? Euer Begleiter ist fortgegangen. Oh, ich glaube, wir müssen gleich wieder schneiden. Gerade am Ende des Dungeons, das passt irgendwie. Rüstung, Schmuckstücke plus 126 Gesundheit. Holy moly! Gesundheit, das braucht man doch nur, wenn man keine Heiltränke hat. 126, aber. Ja, wir können aber gerne einen Cut. Sollen wir machen? Ja. Cut. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen. Ja, ich kann zufrieden sein. 2 Achievements reicher bin ich aus der Aufnahme rausgegangen. Und ja, wir haben den König Pock gelegt. Das war bisher vielleicht der größte Brocken. Zudem haben wir noch ein paar Secrets abgegrast. Also ich denke mal, dass das ja gut als Secret zählt. Diese ganzen kleinen Wege da, die man da aufsprengen konnte. Ein bisschen Gelevele war auch dabei, aber da muss noch mehr kommen. Also wir stehen halt noch ganz am Anfang. Wie Jollum ja schon gesagt hat, ich habe das ganze Inventar voll mit Zeug, das ich nicht verwenden kann. Das ist auch so ein typisches Rollenspielproblem. In das Zeug muss man halt reinwachsen und dazu müssen wir noch viel mehr Monster plätten und ja, der Vorrat scheint aber begrenzt zu sein. Also mit Respawns scheint da nicht so viel zu laufen, das könnte vielleicht noch zu einem Problem werden, aber das werden wir sehen. Hingegen mit der Beute mache ich mir keine großen Sorgen, weil da gibt's ja eh für jeden eigene Beute, da wird's vermutlich keinen großen Engpass geben. Ich denke mal, wir dürfen dann gespannt sein auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute und werdet vielleicht auch das nächste Mal wieder Spaß haben. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, für 200 Abonnenten. Danke nochmal, ihr macht mir Pipi in die Augen. Und sag, macht's gut, bis bald.